Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die komplette Filmbox von Harry Potter. Alle weiteren Informationen zu diesen Filmen, der Box und natürlich auch die Links zu dieser Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Harry Potter, die komplette Collection, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier auf der Vorderseite zwei Aufkleber, die wir uns noch kurz ansehen, bevor wir die Verpackung, die Folie abmachen, weil die ja dann verloren gehen. Also wir haben hier einmal einen FSK 12 Aufkleber und dann haben wir hier noch einen Infosticker zu dem neuen Film von J.K. Rowling, Fantastische Tierwesen, ab 17. November 2016 im Kino. Gut, wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien und dann schauen wir uns das Ganze im Detail an. Gut, also, das ist die Vorderseite. Hier oben lesen wir Blu-ray Disc, Harry Potter Complete Collection, 8 Filme. Spannend, dass hier Deutsch und Englisch so vermischt wird. Also es hier nicht steht komplette Kollektion, 8 Filme, sondern wirklich Complete Collection, 8 Filme. Dann haben wir hier den Hauptdarsteller, nämlich Harry Potter, der hier scheinbar gerade einen Patronus oder ähnliches beschwört. 8-Disc Blu-ray Set. Auf der Oberseite lesen wir ebenfalls Harry Potter Complete Collection 8 Filme. Hier dasselbe inklusive Logo von Warner Brothers und 8-Disc Blu-ray Set. Dann haben wir hier Erlebe das magische Abenteuer. Alle Filme der Reihe nach aufgelistet. Es sind ja 8 Filme, obwohl es nur 7 Teile gibt. Wieso? Weil ja der 7. Teil in 2 Teile gesplittet wurde. Und dann haben wir auch folglich 8 Blu-ray Hüllen hier drinnen. Also nicht verwirren lassen, die 7 hier zweimal vorhanden. Alle Teile der Reihe nach aufgeschlichtet. Okay, dann holen wir die mal hier raus. Von innen sieht das Ganze so aus. Also Teile davon so reingeklappt, glatt schwarz, ansonsten die Box von innen weiß. Ah ja, auf der Unterseite, bevor ich es vergesse, haben wir natürlich noch die ganzen Infos, Credits, Barcode und natürlich die technischen Details zu den Filmen. Wir haben hier insgesamt 1512 Minuten Spiellänge. Dann stehen hier noch die Sachen zum Format bzw. zu Specials. Gut. Ui, jetzt ist mir schon eine über den Tisch. Moment. Sehr rutschig, diese Blu-rays. Also, jetzt habe ich natürlich auch die Ordnung komplett durcheinander geschmissen. Naja, egal, wir schneiden das nicht, wir machen einfach weiter. Und zwar, nachdem ich ja damals wie heute ein Harry Potter Fan war, ja, kann man auf jeden Fall so sagen, habe auch mir alle die Bücher damals geholt und gelesen, weiß ich es auch, nachdem wir jetzt durcheinander sind, in welcher Reihenfolge die anzuschauen sind. Also, wir beginnen mit diesem hier, Harry Potter und der Stein der Weisen. Ist natürlich auch noch hier nummeriert für die, die es anhand der Titel nicht wissen sollten. Harry Potter und der Stein der Weisen, der erste Teil, so sieht das aus. Auch hier steht nochmal Jahr 1. Was mich etwas stört, ist, dass der 12er hier links aufgeklebt, nicht aufgeklebt ist, sondern aufgedruckt. Finde ich immer schade, hätte man mit einem Sticker lösen können, aber ja, damit muss ich wohl leben. So sieht die Rückseite aus. Der Junge, der überlebt hat. Und das Ganze von innen sehr minimal gehalten. Wir haben hier einmal so ein Recycling-Logo, so 3 Pfeile. Und dann haben wir natürlich die DVD, die Blu-ray in dem Fall. Spielfilm Jahr 1, schauen wir uns mal kurz an. So sieht das Ganze aus. Dann haben wir natürlich den zweiten Teil, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Sieht so aus. Auf der Rückseite, die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Zu jeder,
zu jedem Film, zu jeder Blu-ray natürlich hier so eine kurze Inhaltsangabe, worum es in dem Film geht. So sieht der zweite Teil aus. Dann haben wir den dritten Teil, der Gefangene von Azkaban. Was lesen wir hier? Harry entdeckt dunkle Geheimnisse seiner Vergangenheit. So sieht die DVD aus. Dann haben wir den vierten Teil, Harry Potter und der Feuerkelch. Und hier lesen wir, lasset das trimagische Turnier beginnen. Und so sieht dann die DVD aus, Spielfilm. Teil 5, Harry Potter und der Orden des Phönix. Da haben wir so eine Kugel, so eine, ich glaube, das war so eine Gedankenkugel, wo irgendwelche Erinnerungen abgespeichert wurden, wenn ich mich nicht irre. Was lesen wir hier? Eine versteckte Prophezeiung wird alles ändern. Dann haben wir den sechsten Teil, Harry Potter und der Halbblutprinz. Hier jede Menge Fläschchen. Hier lesen wir, Harry enthüllt Voldemorts finsteres Geheimnis. Sieht so aus. Und dann haben wir den siebten Teil, dieser wie gesagt in zwei Filme unterteilt. Einmal Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1. Der größte Krieg der Zauberer beginnt. So. Und dann haben wir den achten Film, den zweiten Teil von Teil 7 und die Heiligtümer des Todes Teil 2 lesen wir hier. Alles endet hier. Ja, was mir gut gefällt, also die Boxen oder die einzelnen Hüllen an sich sehr minimalistisch gehalten. Was mir gut gefallen hat, ist, dass das Ganze entsprechend sinnvoll bedruckt wurde auf der Rückseite. Und zwar, wenn ich das nochmal kurz richtig anordne, dass man es natürlich entweder so, also die einzelnen Blu-rays ins Regal stellen kann und das nach was aussieht. Also hier hat man echt dann einheitlich ein Design, weil oftmals, was mich dann aufregt, wenn man sich jetzt irgendwie die Staffeln oder die Filme einzeln holt, je nachdem von einer Serie oder von Filmen, dass halt mir Sachen in der Höhe verrutschen oder dass sie dann mittendrin auf einmal das Design ändern und so weiter. Also deswegen, bei so einer Complete Collection ist das dann immer sehr gelungen, wenn das so einheitlich ist. Gefällt mir gut. Und dann geben wir das Ganze mal wieder zurück in die Hülle. Ja, so sieht das Ganze dann aus, wenn man es zurück in diesen Karton gibt. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben diese schlichte Kartonbox inklusive der 8 Filme, die 7 Harry Potter Teile in 8 Teilen hier verfilmt. 8 Blu-rays bekommen wir hier in dieser kleinen, ja, in diesem kleinen Pappschuber, in dieser kleinen Pappbox. Mir gefällt das ganz gut. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von den Filmen bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Harry Potter unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.